Idiot, damit's dir einen Grund hat, ihn gleich aufzuziehen. Ich hole mein Kopf raus, doch finde das Scheiß noch nicht, no. Ich bin betrunken, kaum zu ertragen, in einem Punkt, den ich bei Frauen höchstens, wenn ich sein Auto klau und dann ein Unfall war beim Fahren. Ich bin unter aller Sau, du fragst, wie kann nur einer so behindert sein? Keine Ahnung, ich bin doch schon seit der Kindheit high. Ich bin völlig stoned und hab nichts anderes zu tun, als völlig dumme Scheiße zu erzählen. Doch andere Leute meinen zu mir, ey, das kannst du gut. Also warum so ein Talent verschwenden? Ich sechs etliche Säfte gemischt mit Ethanol und würde gern behaupten, das Ganze endet in echt heftige Text. Doch es endet damit, dass ich besoffen und voll gekotzt in der Ecke penne. Benehme ich mich wirklich hart daneben, denn man trifft mich selten ohne Katan wie Gargameo. Meine letzte Uhr hat die Schnauze von mir vorne. Ich scheiß auf irgendwelche Props, gib mir Frauen und Erfolg. Und wenn ich Langeweile habe, dann ficke ich deine Slut. Warum denn? Keine Ahnung, hab mir nichts dabei gedacht, Nigga. There's no time to discriminate. Hate every motherfucker that's in your way. Ich onaniere jeden Tag so etwa 6 bis 60 Mal auf meine Hoffnung, dass ich irgendwann mal Sex im Backstage hab, Nigga. Damals wollte ich mal eine Bewegung der kranken Leute, bis ich feststellen musste, dass meine Fans alle bescheuert sind. Und heute ist egal. Ganze Penner dich auch ficken, ich will diese ganze Scheiße nicht mehr fressen wie Klaus Kinski. Scheiß auf alles, ich bin ziemlich benommen. Was saufen? Ich treffe mich mit Lee Ram zum Kotzen.